So Leute, wir sind drin. Stadt Dortmund sagt, dass es diesen Bunker nicht mehr gibt. Es gibt ihn aber noch. Und wir gemeinsam werden ihn erkunden. Viel Spaß bei diesem Video. Wünsche euch Random Life. So, das ist der Eingang. Hier liegt auch schon ordentlich Gerümpel drin. Und hier sehen wir eine alte Bunkertür, die schon komplett vermodert ist. Und das ist nochmal der Blick raus. Da sind wir gerade reingegangen. So. Und wir werden jetzt das Bauwerk gemeinsam erkunden. Und hier sehen wir schon Relikte, die auf die Nachkriegsnutzung schließen lassen. Nämlich Sprudel- und Alkoholflaschen. Der Bunker wurde nämlich nach dem Krieg umfunktioniert in eine Bar, in eine Diskothek. Und das werden wir uns gleich noch anschauen. Hier sehen wir noch die alte Verkabelung aus der NS-Zeit. Normalerweise ist ja so ein Bunker komplett gerupft. Die Kabeldiebe waren da, haben das gesamte Kupfer rausgerissen. Aber hier kann man mir noch wirklich viel erkennen. So. Versuchen wir mal links und nach rechts zu gucken. Hier habt ihr schon mal einen kleinen Einblick in das Bauwerk. Aber wir gehen rechts lang. Und hier finden wir noch eine alte Bildzeitung. Leider, leider, leider ohne Datum. Und steigen jetzt in das Bauwerk ein. Es wird wahrscheinlich entweder damals in der Nachkriegszeit die Küche gewesen sein oder aber der Vorratsraum. Warum Küche? Hier steht noch eine alte Maschine. Scheint ein Rührwerk zu sein. Und interessanterweise guckt man nach oben. Ja, also die Bunkerfähigkeit ist nicht mehr vorhanden. Ich frage mich nur, wie sie es damals rausgebrochen haben bzw. rausgeschnitten haben. Weil der war natürlich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges als echter Bunker gedacht. Und der sollte natürlich auch Bombentreffer und Splitter aushalten. So tut er das natürlich nicht. Und hier sehen wir ein weiteres Gerät für die Küche. Die alten Fliesen sind sogar noch da. Auch ein Rührwerk, sogar noch mit Topf. Und das hier wird der Ofen sein. Genau, da ist das Backrohr und alles schön verfließt. Schon alles gut runtergemodert. Hier wird wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen sein, das Geschirr zu waschen. Und wie gesagt, viele Relikte sind aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Bunker ist aus der NS-Zeit und dient halt Luftschutzbau. So, wir gehen hier. Und das wird ein Notausgang gewesen sein. Wir gucken mal nach oben. Genau, das war ein Notausgang. Der ist heute mit einer Metallplatte verschlossen. Und wir gehen weiter in das Bauwerk rein. Und hier haben wir einen alten Kräftblume, Backofen, Gas. Eine alte Schüssel. Auch die alten Fliesen. Eine Flasche. Milchkanne, ein bisschen Porzellan, die obligatorischen Schuhe, dann haben wir hier einen Tortenheber. Ja, manchmal lohnt es sich auch hier in die Ecken zu gucken, dass man vielleicht noch alte Relikte findet. Hier ist ein Scheckheft und hier sind wir jetzt hinter der Bar, Leute. Schaut euch das mal an. Sogar noch eine alte Menükarte. Schauen wir nach, ob wir hier vielleicht sogar blättern können. Ja, kleiner Luxus, gern gegönnt. Immer ist es ein guter Augenblick, wenn wir eine Flasche Coca-Cola von vor uns mal einfach Pause machen und uns entspannen. Da ist Coca-Cola der kleine Luxus, den man sich gerne einmal gönnt. Also das ist hier die alte Speisekarte. Hier wurden wahrscheinlich dann die Getränke ausgeschenkt. Vielleicht hat auch der DJ hier Platz gefunden. Und das, Leute, war die Party Area, die Location, wo die Leute dann getanzt haben. Schaut euch das mal an.
das ist wirklich speziell hier. Schaut mal hier die Bleiglasfenster. Die sind sogar noch heile hier defekt. Man hat hier sich wirklich Mühe gemacht, die zu hinterleuchten. Und das macht man ja heute auch viel mit LED-Stripes etc. Hier natürlich damals mit normalen Glühbirnen, 25, 60 Watt. Und dann hat das natürlich eine schöne Atmosphäre gegeben. Da oben ist noch ein Lautsprecher drin. Und hier sehen wir nochmal den Blick in das Bauwerk. Und hier sehen wir den Tresen von vorne. Und hier sind wir rum verschieden, 38%. Und da sehen wir Rauchen verboten. Das ist ein Originalzeugnis aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da ist der Eingang, da sind wir gerade hergekommen. Auch hier wieder zwei Bleiglasfenster, leider zerstört. Und nach oben sehen wir eine Scheibe. Auf jeden Fall spannend. Und hier finden mittlerweile die Wurzeln den Weg durch das Bauwerk bis zu dem jetzigen Fußboden. Man hat sich hier wirklich viel Mühe gemacht, den Bunker nicht mehr wie ein Bunker darzustellen. Hier hat man sogar so einen Bogen reingemacht. Hat man sich sehr viel Mühe gegeben, Girlanden reingesetzt. Und auch hier sehen wir wieder Schutzraum für Mütter mit Kleinkindern. Schutzraum für Mütter mit Kleinkindern steht da. Und hier sehen wir noch alte Stühle und Tische. Viele von der älteren Generation, zu denen ich mich mittlerweile auch zähle, kennen diese Stühle noch aus der Schule. Die waren immer sehr ungemütlich und haben eingeladen zum Kippeln. Und dann ist man, wenn man schlecht war, runtergefallen. So. Benutzen Sie bitte für die Lippen das Rollenpapier. Ja, das war hier die Toilette. Der Zustand ist natürlich schon richtig runtergemodert, aber aus meiner Sicht trotzdem mega, weil man hier wirklich noch die Geschichte erahnen kann. Und der Bunker war lange Zeit verschollen. Der war erst durch einen Dortmunder Archäologen wiedergefunden worden und ist jetzt durch die Presse gegangen. Und da habe ich dann auch gesehen, dass der Bunker in Dortmund ist. Ich habe selber mal hier gewohnt. Und dann habe ich mich natürlich mit meinen Leuten hier connected. Und wir sind sehr schnell fündig geworden und sind dann natürlich an dem Abend noch hingefahren. Die Stadt hat gesagt, der ist wieder verschlossen für immer. Aber heute hatte ich auf jeden Fall Glück. Und vielleicht ist er mittlerweile für immer verschlossen. Ich lade meine Videos immer deutlich später hoch, weil ich ja sehr viel Material habe, was ich euch zur Verfügung stellen kann. Und dann kann das schon mal ein bisschen dauern, bis das Material hochgeladen wird. Von daher kann das auch sein, man wollte den verfüllen, den Bunker. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und hier statt bewerfen Sie Zigarettenreste dergleichen in das Becken. Wahrscheinlich nicht werfen. Hier haben wir noch eine 25 Watt Lampe. Und hier ist eine Bank. Verschiedene Ausbuchtungen bzw. Einbuchtungen für Montagen. Hier liegt Glas auf dem Boden. Auch hier haben wir wieder Glasbausteine, die Licht, Tageslicht in das Bauwerk reinlassen. Und hier haben wir auch noch eine alte Bank. Das war wahrscheinlich hier. Ja, hier hat man sich wahrscheinlich mit der Dame oder mit dem Herrn, den man kennengelernt hat, hingesetzt, ein Glas Wein getrunken und dann den weiteren Verlauf des Abends besprochen. So wie man das heute auch macht. Ja, es war ja alles damals Mangelware nach dem Krieg. Von daher hatte man sich mit vielen Sachen auch beholfen. So, Arterienverkalkung und hoher Blutdruck. Ja, das war damals schon Thema, ne? So, auch wieder ein Notausgang. Der ist auch zu, der ist allerdings zu betoniert. Boah, der Boden ist auf jeden Fall gut matschig. Und hier, wow, schaut euch das mal an. Hier sind wir noch sogar die alten Lüfter. Handlüfter, schaut mal. Hier. Und so hat das damals funktioniert. Stellt euch vor, draußen fielen die Bomben. Der Brand oder das Feuer hat natürlich den Sauerstoff auch entzogen aus diesen Bauwerken. Und dann waren die auch schnell mal eine Todesfalle für die Menschen, die hier drin waren. Insbesondere dann auch, weil es draußen natürlich enorm heiß wurde.
Es gibt ja die Feuerstürme von Hamburg und Magdeburg und so weiter, Dresden auch. Und da sind mehrere tausend Grad entstanden, also unfassbar heiß. Und da ist von diesem Menschen nichts mehr übergeblieben. So. Bei Luftgefahr Türe schließen, Ausstieg. Kann man sogar noch lesen, Leute. Und schaut mal, man denkt ja immer, Bunkertüren müssen schwer sein. Aber hier geht es ja nur darum, dass die luftdicht abschließen, damit man hier den schlechten Sauerstoff bzw. die kontaminierte Luft draußen lässt. Kontaminiert bedeutet in dem Fall natürlich nicht Atombomben kontaminiert. Die gab es damals so noch nicht. Aber auch Phosphor ist natürlich auch ein Stoff, der kontaminiert. Hier sehen wir eine Zeichnung oder ein Plastik. Hier sehen wir alte Siebe oder sowas. Schwierig. Verschiedene Behältnisse, eine Toilette. Und noch ein Behälter, wahrscheinlich für Essen. Schutzraum für Mütter mit Kleinkindern nochmal. Rauchen verboten. Schaut euch mal die Schrift an, die ist irgendwie neu, oder? So richtig modern sieht die aus im Vergleich dazu. So, was haben wir hier noch? Verschiedene Glasbehältnisse. Die originalen Stromverteiler. Hier sehen wir noch die Bunkertür. Durchgang steht da. Wir gehen mal hier zuerst rein. Boah, volle Müllhalde, Leute. So, ist also ein Rundlauf. Bedeutet, wir können gleich anderweitig zurück. Hier sehen wir noch weitere Behältnisse. Diese alten Tische. Und ganz viel Müll. Eine schöne Vase sehen wir hier noch. Ja, aber alter Stellmotor, noch ein Lüfter, muss ja immer redundant sein, falls einer ausfällt. Und das Bauwerk ist ja auch so groß, dass man mindestens mal zwei benötigte. Alter Tisch und ganz, ganz viel Müll. So, was haben wir hier noch? Hier scheint die Werkstatt gewesen zu sein. Nägel, eine alte Taschenlampe, Teppich war sogar ausgestellt. Hier hatte man wahrscheinlich versucht, die Tür gegen Verschließen zu sperren. Genauso wie hier, dass man nicht eingesperrt werden konnte. Und das sieht mittlerweile auch richtig räudig aus. Und hier ist ein weiterer Eingang, das war wahrscheinlich sogar der Haupteingang. Die Sprossen hat man nachträglich angebaut, das war hier höchstwahrscheinlich dann der Haupteingang. Müsste es eigentlich zwei von geben. Hier sehen wir ein altes Laken oder so, das wurde hier dran montiert, da seht ihr das. Und hier haben wir schon eine etwas stärkere Bunkertür, aber trotzdem nicht aus Metall, sondern aus Spanplatte. So, die Batterien kennt ihr bestimmt, die sind von Baustellenlampen. Als Jugendlichen haben wir die immer gemobst. Darf man gar nicht sagen, aber ist verjährt, liebe Polizei. Ich glaube, das haben auch alle gemacht, oder? Und dann haben wir versucht, damit einen Kassettenrekorder zum Laufen zu bringen. Schreibt mal in die Kommentare, wer das alles gemacht hat. Hier ist auch eine alte Bunkertür. Nur Luftschutz schließen. Nur bei Luftschutzgefahr schließen. So. Alte Weinkiste, noch eine Weinkiste. Und hier haben wir einen alten Kamin. Oder ja, doch ein Kamin. Dann haben wir hier Remo 4, Vicky Black. Wahrscheinlich irgendwelche Sänger oder so. Das war auch eine Toilette, aber komplett vermüllt. Komplett vermüllt. Da gibt es nichts mehr zu sehen, Leute. So, damit haben wir auch alles soweit gesehen, außer natürlich den Weg links zurück, wobei ich gerade sehe, das sind eher Toiletten, das ist gar kein Weg. So ein bisschen dunkler machen. So, Toilette, sogar noch mit Spülkasten, Leute. Und hier haben wir sogar noch
Waschgefäß, Wasserleitungen sind da. Auf jeden Fall spannendes Objekt. Insbesondere wegen der Zeit, wo das Objekt nicht bekannt war. Es ist, wie gesagt, erst vor einigen Monaten bekannt geworden. Man hat es hier zufälligerweise durch einen Hobby-Archäologen wiederentdeckt. Und ja, wir gehen jetzt Richtung Ausgang und dachte ich, ist jemand? Ist da jemand? Schon gruselig so alleine? Naja, aber wir sind jetzt auch durch. Genau. So, und von draußen melde ich mich nochmal wieder, dann werde ich mich nochmal ganz brav bei euch verabschieden. So, ich glaube, hier ist eine ganz gute Möglichkeit. Euch nochmal persönlich Adieu zu sagen. Also ich war jetzt ungefähr 20 Minuten drin. War auf jeden Fall ein schönes, schnelles, spannendes Abenteuer. Definitiv genauso interessant, wie sie es auf WDR und in der Bild-Zeitung gezeigt und gesagt haben. Bin mal gespannt, wie lange das Objekt noch vorhanden ist und wie lange es das noch gibt, bis die Stadt das zumacht. Häufig ist es ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Genau. Und an dieser Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Random Life. Ciao.